Hört ihr mal auf mit dem Geflüstere? Es geht auf die Nerven. Als würde ich sowas in der Situation wirklich sagen. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Penumbra Necrolog. Ihr 93 Turbo hier, wir sind hier im Generatorraum und wir müssen immer tiefer und tiefer und tiefer, um den Generator wieder anzukriegen. Da müssen wir runter. Das will ich nicht. Und die Batterie wird wieder schwach. Das war knapp gewesen. Oh, Mann. Okay, das mache ich nicht. Die Klappe soll uff bleiben. Super. Keine Taschenlampe mehr. Elektrizität hatte ich noch nie gebraucht. Ich musste mich aber auch noch nie mit so etwas befassen. Warum gibt es keine magischen Knöpfe in solchen Momenten? Du müsstest nur einen Knopf drücken und alles funktioniert. Aber warte. Da ist er! Drück den Knopf! Oh Mann, Clarence. Ich weiß schon, was passieren wird. Sieht aus, als würde da eine Batterie reinpassen. Okay, wir brauchen noch zwei weitere Batterien. Gut. Aber tun wir es dem Clarence zuliebe. Und nichts passiert. Wenn du nur dein Gesicht sehen könntest. Weißt du was, Clemens? Das kann ich sogar. Ich habe einen Spiegel hier. Oh, gucke mal. Guck ich mal mein Gesicht. Frisch rasiert. Oh, Schäde frisch geputzt. Die Haare in der Nase könnte ich vielleicht mal entfernen lassen, aber naja. Es hat ein bisschen anders, da ich ja die Texte gesprochen habe und ich weiß, was Clemens sagt. Ich weiß halt nur nicht, in welcher Situation. Genau. Ich höre die Stimmen. Alter. Ich habe verdammt Angst. Ich sehe nix. Ich kann da gar nicht rein. Na, umso besser. Zuerst muss ich die Tafel antreiben. Ja, wie soll ich denn die Tafel antreiben? Los, Tafel, los, Tafel, los, Tafel, los! Achso, okay, da ist ein Kabel und das in der Dunkelheit. Okay, da habe ich einen Stecker. Und wo kommt der Stecker hin? Es wäre praktisch, wenn ich eine Taschenlampe hätte. Eine funktionierende. Das ist ja wie eine Schlange. Hör auf mich, vertraue mir. Okay, wo? Aha, da ist der Stecker. Zack. Jawohl. Was haben wir da denn Schönes? Drücken wir mal die Knöpfe. Okay, was ist das jetzt? Ist das ein Dynamo? Ein Generator? Achso, drück. Nein, ich will dich sehen. Zeig dich doch. Aha. Oben. Ach so ist das. Ach, so eine Art Rätsel ist es. Das heißt, ich muss schauen, in welche Kombination ich die drücken muss, damit alles verbunden ist. Okay. Gut, dann machen wir das mal. Okay, das steckt beide rein. Okay. Und das hier. Und der hier. Nein. Ruhe da hinten, ich versuche zu denken. Das ist eigentlich nur Try and Error, sage ich da nur. Okay, einer fehlt noch. Du gehst mal wieder zurück. Hört ihr mal auf mit dem Geflüstere? Es geht auf die Nerven. Als würde ich sowas in der Situation wirklich sagen. Das geht ja nur... Baboom! Wie ist der Elektromeister? Naja, Clarence, was ich sagen wollte, ist, manchmal, für alles gibt's das erste Mal.
Können wir die wieder rausnehmen? Nö, die brauchen wir. Okay. Okidokiloki. Jetzt haben wir Strom und was passiert jetzt? Was passiert weiter? Machen wir dich mal zu. Und dann... Was passiert jetzt? Ach so, wir brauchen nur eine Batterie. Das ist halt nur für mehrere Fächer. Ha, und das waren die kaputten, wie es scheint. Und da brauchen wir noch zwei. Ha. Ich schau mal nach oben, ob was passiert ist. Und ich hoffe, mich erwartet da oben nichts. Okay, ich höre schon mal Geräusche. Das ist gut. Ah! Ich wollte gerade sagen, mach am besten die Klappe zu, nicht dass du runterfällst. Da war es schon passiert. Okay, erstmal raus aus dem Loch. Hüpp. Okay, machen wir mal die Falltüre zu. Da funktioniert das Drehen. Okay, ein bisschen hier. Lecker TikTok einwerfen. Funktioniere! Los! Funktioniere, Maschine! Du sollst leben! Leben sollst du! Wie hatte ich das nochmal bei Requiem gemacht? Musste ich da was betätigen? Also es tut schon mal fitzeln. Das ist gut. Es sagt, dass ich nur... Wie habe ich das nochmal bei... Ach, meine Nase. Verdammt, meine Nase ist zu... Wie habe ich das nochmal bei Requiem gemacht? Das ist auch schon lange her, oder? Meine Nase! Oh. Jetzt ist hier das Licht aus. Also das Rostlicht, das ist ja an, das ist ja schön. Ich weiß, wo ich willkommen bin. Es scheint, als hätte es jetzt den Strom da unten hin verleitet. Kann ich was machen? Nö, immer noch nichts. Davor zu tun ist, okay. Es tut mir wirklich leid, dass es ziemlich dunkel für euch ist. Aber ich versuche es so hell wie möglich für euch zu machen. Komm schon, wie macht man das? Wie bedient man einen Generator? Ich denke, ich muss noch irgendwas erledigen. Zumindest... Also, das ist nichts. Oder ist das doch was? Ich muss hier was machen. Aber zumindest keine Feinde, die mich bedrängen. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich habe zwei... Vielleicht müssen, müssen die als Kontakte arbeiten. Kontakte. Da irgend sowas war das, glaube ich, bei Requiem. Es fitzelt, es fasselt, es fusselt. Aber drücken lässt sich nichts. Und draufstellen. Fitzel. Dann gehe ich nochmal runter. Vielleicht habe ich unten was verpasst. Ja, Elektrizität hat mich nie so begeistert. Ja, klar, und ich weiß, wie es dir geht. Mir geht es genauso. Darf ich bitte mal das Leitersymbol haben? Hoppala. Vorsichtig. Langsam und geschmeidig. So. Also, Batterie ist drinne. Sonst habe ich nichts. Da brauche ich doch drei Batterien, aber wo sind die? Wo sind die Batterien? Mal schnüffeln. Ich um meine Nase. Wo ist die Batterie? Ich kann auch nichts mehr drücken, weil es fertig ist. Vielleicht hier den Stecker ziehen, damit der Strom anders verlegt wird. Los. Zieh. Also, oh, schade. Für einen kurzen Moment sah das aus, als würde hier eine Spitzhacke liegen. Habe ich mich jetzt leider zu viel gefreut. Zu früh gefreut, sorry. Also finde ich es ja ganz angenehm. Ohne Monster, die einen verfolgen. Zwei kaputte Batterien. Ich kann ja auch nicht wieder rausnehmen. Also, was fehlt? Irgendwas fehlt in dem Puzzle. Irgendwas oben muss ich machen, wenn ich nur wüsste halt. Achso, das war der Gang hier. Da wo ich auch durch wollte. Okay. Jupp.
Wie habe ich das nochmal bei Requiem gemacht? Da war genau so ein Rätsel, aber wie habe ich das gelöst? Wie habe ich das gelöst? Was war das Rätsels Lösung? Hopp, da bin ich mal raus. Weil ich meine, für irgendwas müssen ja diese Fässer hier gut sein. Oder sollte mich einfach nur ablenken. Klappt zu, Affe tot. Vielleicht genau draufstellen. Ha. Vielleicht muss ich ja von oben ein Fass holen, oder war da überhaupt ein Fass? Vielleicht kann ich von oben ein Fass holen. Von irgendwo, da ein anderer metallischer Gegenstand für die Verbindung. Nur was soll ich da nehmen? Alter, weiter ist das dunkel. Die kann ich auf Neon immer nehmen. Ist das finster. Moment, ist da was? Achso, das ist der. Das ist nur die Kiste, die ich ziehen kann. Okay, wir haben eine Palette. All die schönen Sachen, nur ich weiß nicht. Ich meine, da unten muss irgendwas noch damit gemacht werden, weil das Bedienungsfeld ist noch nicht aktiv. Da vielleicht? Nein. Okay, jetzt streng mal deine Binde an, Joe. Die ist nicht nur da, dass es nicht dir an den Hals regnet. Wie hast du das gemacht? Es sagt hier, dass ein Notstromnetz nur im Fall eines kompletten Ausfalls im Hauptgenerator aktiviert wird. Ja, das habe ich doch gemacht. Das ist da unten, ist alles reingesteckt. Das fitzelt doch. Jetzt tu doch was. Du, was? Verdammt. Der Kiste. Bah. So willst du dich, gebrauche ich Gewalt. Gewalt. Spuck auf dich. Wie habe ich das nochmal gemacht? Weil ich kann daran auch nichts ändern. Ich glaube, ich verschwende meine Zeit mit den Fässern. Die sollen mich nur ablenken. Gehen wir nochmal runter und schauen, ob unten wirklich alles gemacht ist. Wupp. Hey, ihr flüsternden Stimmen habt auch keine anderen Hobbys. Immer Dratsche. Oh, hast du gehört, was die Gertrud aus meinem Haus gemacht hat? Das darf nicht sein. Stöcker wieder ziehen, habe ich auch schon probiert. Zieh den Stecker. Stecker. Mam. Friss das Kabel, kleine Hand. Mam. Macht nix. Dann machen wir das mal zu. Wofür nun ein Knopf, damit man es aufmachen kann? Wenn das jetzt einen Unterschied gemacht hat. Es will halt nicht beobachtet werden, wenn es arbeitet. Das hat auch seinen Charme, so eine Maschine. Ja. Ich dachte schon, kommt jetzt wieder eine Katze? Nein, mein Fuß ist gerade ins Loch gerutscht. Puh, ich habe meine Reflexe. Das wäre beinahe schief gegangen. Am besten wäre eigentlich, wenn ich mal abspeichere. Dass ich das nicht nur mal alles nochmal mache, nur weil ich hier jetzt zum Beispiel die Leiter runterfalle. Warum lag ich immer Treppe und Leiter? Warum verwechsel ich das? Es ist sich nicht ähnlich. Aber ja, vielleicht doch ein bisschen. Kann ich oben vielleicht doch was machen? Speichern wir erstmal. Nehme meine Gedanken und meine Erinnerungen auf. Gut. Ja. Manuell. Jetzt schauen wir dich mal an. Irgendwas muss ich tun. Ist mir bewusst. Nur wie? Echt, es ist wie im wahren Leben. Ich habe von Elektrik keine Ahnung. Und jetzt soll ich hier was bewerkstelligen? Also wenn ich jetzt wirklich an der Stelle wäre. Ich wäre sowas von aufgeschmissen. Weil ich könnte nicht irgendwie mir ein Walkthrough anschauen oder hier mir eine Bedingungsanleitung aus dem Internet runterladen. Nein. Ich wäre einfach nur aufgeschmissen. Weil ich nicht weiß, wie sowas funktioniert. Irgendwas entgeht mir. Moment, vielleicht wenn ich sprenge. Los, mach was. 1, 2. Muss ich da was drücken? Bitte beat, bitte boop, bitte bam 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 bam. Nein. Okay.
Vielleicht auch einen Knopf drücken muss. Ich ganz nah dran. So ganz nah, wie sie das Weiße des Knopfes in meinem Auge sehe. Nein, das ist auch nur ein dekorativer Knopf. Es ist ja wohl nicht zu fasche. Ich kann auch nichts anfassen. Ich möchte aber gern was anfassen. Das kann nicht sein, dass ich zweimal an was hängen. Jetzt sag nicht, dass hier irgendwas fehlt. Was wieder durch einen Spielfehler entstanden ist. Ne? Der Strom ist ja weg. Kein Licht mehr, oder war das Licht hier vorher schon überhaupt nicht? Au. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte einfach wieder laden sollen. Mann. Okay, meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, ich beende hier lieber den Part. Und dann schaue ich wieder, was ich hier machen muss. Ah ja, meine lieben Stimmchen. Na, flüstert mir doch was rein. Ich brauche eine gute Nachtgeschichte. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Keine Ahnung. Deshalb sehen wir uns dann in der Fortsetzung wieder, wo ich dann die Lösung hoffentlich weiß. Ich hoffe trotzdem, Ihnen hat der Part gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Das bedeutet mir viel, wenn ich Ihnen, euch allemann, irgendwie eine Unterhaltung bieten konnte, auf welche Weise auch immer. Also gut. Dann bleibt mir nur noch sagen, ihr 93 Turbo, er läuft in der Tenio. Bis zum nächsten Mal bei Pinopra Necrolog. Tschüss and goodbye.